Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Schluss mit faul rumsitzen und zocken. Jetzt wird sich bewegt, Leute. Game 2, die kalorienarme, proteinreiche Videospielsendung mit wertvollen Aminosäuren, ist heute besonders sportlich unterwegs. Beladen mit schwerer Technik sind wir bis nach Berlin gejoggt, um mit den Entwicklern von Dorfromantik über ihre Erfolgsgeschichte zu reden. Aber zuerst machen wir uns mit dem Nintendo Switch Sports warm, dem Leistungssportsimulator für zu Hause, der so sportlich ist, dass einem schon die Aussprache des Namens alles abverlangt. Switch Sports. Schwitz. Sports. Sports. Switch Sports. Switch Sports. Schwitz. Sports. Karate Kick. So. Oh, ich hab dich gehauen, es tut mir so leid. Es tut dir überhaupt nicht leid. Stimmt. Wem bei dieser Melodie schon freudig die Handgelenke zucken, zählt vermutlich zu den vielen Spielerinnen und Spielern, die sich damals in Wii Sports ordentlich ein abgefuchtelt haben. Da das damals bei einem Großteil der Wii-Konsolen inklusive war, kommt das spaßige Sportspiel auf knapp 83 Millionen verkaufte Exemplare. Auch wenn das etwas geschummelt ist, schnappt sich Wii Sports damit den Titel des meistverkauften Videospiels aller Zeiten auf einer Plattform. Bei dem Erfolg ist es kaum verwunderlich, dass kurz darauf mehrere Spin-Offs und Nachfolger erschienen sind und nun endlich auch die Switch versorgt wird. Nintendo Switch Sports lautet der kreative Titel des neuesten Sportpartykrachers, der sich, Joy-Con sei Dank, nun noch präziser als sein Vorgänger anfühlen soll. Mit dabei sind folgende 6 Disziplinen: Volleyball, Fußball, Tennis, Badminton, Bowling und Schwertkampf. Wie hoch der Fun-Faktor bei jeder Sportart ist, zeigen wir euch am besten in der Praxis. Dafür haben wir willige Sportskanonen in der Redaktion zusammengetrommelt und sie in einem gnadenlosen Wettstreit gegeneinander antreten lassen. Also, auf die Plätze, fertig, los! Komplett neu dabei in der Sportsreihe ist Volleyball. Was hier zuerst auffällt, ist die realitätsnahe Steuerung, die euch am besten jetzt mal Markus demonstriert. Das heißt, ja, das heißt, ihr baggert auch so. Hä? Und macht auch so. Oh. Und wenn ihr am Netz vorne steht, müsst ihr auch so machen, um den Ball zu blocken. Machen wir auch so? Ja, genau. Und schön natürlich bei der Angabe hoch und bam. Und wenn ihr schmettern wollt, auch bam. Geil. Ganz genau. Die Steuerung ist zwar für Wii Sports Verhältnisse relativ komplex, aber dennoch sehr intuitiv. So haben sich die Spiele für uns auf jeden Fall sehr immersiv angefühlt, wodurch man sich schnell mal mitreißen lässt. Okay. Spaß macht Volleyball auf jeden Fall, nur leider bleibt es auf Dauer zu simpel. Der Spielablauf zwischen Annahme, Pass und Angriff lässt sich kaum beeinflussen und an eurer Technik feilen könnt ihr auch nicht. Wirklich wichtig ist am Ende nur das Timing. Dazu kommt, dass das Spielgeschehen im Splitscreen schnell mal unübersichtlich werden kann. Schuhspiel! Schlag doch! Ach so, der war von unserer Seite! What? Ich dachte, der wäre auf der anderen Seite gewesen. Ich dachte, es wäre auf unserer Seite. Ja, ich dachte auch, er wäre auf eurer Seite. Auch wenn wir uns zwischenzeitlich wie Volleyball-Profis gefühlt haben, bleibt der Fun-Faktor bei 3 von 5 Sternen. Ist das? Nö! Ja! Risse! Oh! Ja! Natürlich darf auch der Klassiker Bowling nicht fehlen. Der war früher schon für viele das Highlight von Wii Sports und ist es auch heute noch. Die Steuerung ist denkbar simpel, lässt aber genug Luft nach oben für skillige Würfe. Fun! Oh, Alter! Oh! Erfolge sind schnell erreichbar, wodurch auch Neulinge mit mehr geübten Bowlern mithalten können. Trotzdem hätten wir uns vielleicht ein etwas umfangreicheres Tutorial gewünscht, damit sich sowas hier nicht ständig wiederholt. Neben den normalen Runden steht noch eine Spezialvariante zur Verfügung. Hier kommen diverse Hindernisse auf der Bahn dazu, die euren Skill noch mal mehr fordern. Mehr als nett ist das aber auch nicht. Trotzdem bleibt Bowling auch hier die Vorzeigedisziplin und bekommt von uns 4 von 5 Sternen. Mit Fußball hat man sich ganz klar an einem gewissen Erfolgshit mit Raketenautos orientiert. Macht auf jeden Fall Sinn und klingt in der Theorie auch ganz spaßig. Eure kleinen Figuren laufen einem übergroßen Ball hinterher und kicken und kopfballen wild über den Platz. Ein großes Problem gibt es dabei aber, das hier. Ich habe keine Ausdauer mehr. Sprinten verbraucht Ausdauer. Das ist auch nicht weiter schlimm. Doof ist nur, dass sich der Balken unglaublich langsam wieder auflädt. Dadurch spazieren alle meist nur dem Ball hinterher
ohne dass überhaupt flotte Ballwechsel entstehen. Miguel. Keine Aufgabe mehr. Ja, das dauert jetzt ewig, bis sie wieder da ist. Das dauert echt lange. Da obendrauf noch das Spielfeld viel zu groß ist und der Ball nicht wirklich genau kontrolliert werden kann, kommt leider nur selten wirkliche Spannung auf. Der zusätzliche Shootout-Modus rettet auch nichts. Hierfür schnallt ihr euch den in der physischen Version mitgelieferten Beingurt um und kickt im richtigen Moment den Ball Richtung Tor. Von einem Treffer kann man bei diesem Gimmick nicht sprechen. Darum steht der Fun-Faktor hier bei nur 2 Sternen. Chanbara oder Chambara ist nichts anderes als guter alter 1-gegen-1 Schwertkampf. Ihr schnappt euch eure Prügelklinge und dann wird wild losgefuchtelt. Kann ich mit einem Block... Alter, oh Scheiße. Auch wenn das jetzt etwas chaotisch aussah, ist das eigentlich ziemlich taktisch. Ziel ist es, eure Gegnerin oder euren Gegner mehrmals mit Schwerthieben zurückzudrängen, bis diese ins Wasser fallen. Durch gezieltes Blocken kann sich das Blatt aber auch mal blitzschnell wenden. Nein! Jetzt! Dass wir da beide von uns haben. Yes! Nein. Stark! Stark! An sich eine spannende Sache, allerdings war uns das Ganze zu schnell, als dass wir gezielt auf die Aktion des Gegenübers reagieren konnten. Außerdem schienen unsere Bewegungen nicht immer richtig vom Joy-Con erkannt worden zu sein. Auch wenn man sich hier schön auspowern kann, waren zumindest unsere Runden etwas zu willkürlich, wodurch der Spaßfaktor auch nur bei 2 Sternen landet. Ein weiterer Klassiker ist natürlich Tennis. Mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern könnt ihr euch die kleinen gelben Bälle um die Ohren pfeffern, wobei wir den Multiplayer stark bevorzugen. Spielt ihr nur alleine, steuert ihr euren Tennispartner vor dem Netz gleich mit, was häufiger zu Verwirrungen und damit unschönen Ballverlusten führen kann. Mit echten Mitspielenden entstehen hingegen spannende Matches. Oh! Genug Platz für Skill gibt es hier ebenfalls, auch wenn man dafür offensichtlich etwas Übung braucht. Oh, fuck, nein! Oh, Gott. Oh, nein! Viel zu meckern haben wir hier nicht. Deshalb beträgt der Tennis-Fun-Faktor ganze 4 von 5 Sternen. Zu guter Letzt hätten wir da noch Badminton. Die Disziplin spielt sich sehr ähnlich wie Tennis, nur dass ihr hier lediglich zu zweit auf dem Platz steht. Das sorgt allerdings dafür, dass es deutlich schnellere Duelle gibt. Das kann durchaus sehr spannend werden, weil jeder kleine Fehler direkt bestraft wird. Wieso bin ich hingefallen? Wieso bin ich hingefallen? Große Komplexität konnten wir aber noch nicht erkennen, weshalb es im Grunde nur wie eine abgespeckte Version von Tennis wirkt. Bock macht das Ganze trotzdem, weshalb der Fun-Faktor immer noch bei 3 Sternen steht. Und das war im Grunde auch schon das gesamte Spiel. Abseits vom lokalen Modus könnt ihr euch noch online mit anderen Spielerinnen und Spielern messen und dabei auch in Ranglisten steigen. In unserem Testzeitraum war der Online-Modus allerdings noch nicht spielbar, weshalb wir dazu leider wenig sagen können. Das ist besonders schade, weil das die einzige Möglichkeit ist, neue Gegenstände und Klamotten freizuschalten. Dass sämtliches Freischaltbares in den Online-Modus gesteckt wurde, der auch noch kostenpflichtig ist, grenzt allerdings schon an eine große Schweinerei. Immerhin hat Nintendo für den Herbst ein kostenloses Update angekündigt, mit dem dann noch Golf dazukommt. Das ist auch mehr als notwendig, denn obwohl Nintendo Switch Sports mit knapp 40 Euro kein Vollpreistitel ist, wirkt das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als fragwürdig. Vor allem, wenn wir es mit Wii Sports vergleichen, das damals kostenlos beilag und nur eine Sportart weniger hatte. Ja, Switch Sports macht Spaß. Vor allem mit Leuten im selben Raum. Der Unterschied zum Wii-Vorgänger ist uns aber einfach nicht groß genug. Die Hälfte der Spiele wurde mehr oder weniger recycelt und spielerisch fühlt es sich nicht an, als würden 16 Jahre technischer Fortschritt dazwischen liegen. Der überschaubare Umfang hat uns ebenfalls enttäuscht. Wer große Sehnsucht nach kurzweiligen Sportspielchen hat, kann seine Gelüste befriedigen. Alle anderen holen einfach die eingestaubte Wii aus dem Schrank und spielen den Vorgänger. Ja, geil. Ja, cool. Geil. Ja, gut. Gut. War schön. Tschüss. Tschüss. Nice. Cool. Okay. Moin ihr Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Newsrunde. Los geht's mit einem Thema aus dem Tech-Bereich. Die PS5 hat ein Update bekommen, das ein spannendes Feature bereithält. Ab dieser Woche soll Sonys Flaggschiff-Konsole nämlich die sogenannte Variable Refresh Rate, kurz VRR, unterstützen. Falls ihr damit gar nichts anfangen könnt, hier ein paar Bilder zu Nvidias G-Sync-Technologie.
Die haben das nämlich schon länger am Start und anders als Sony auch Bildmaterial dazu. Die VRR-Technologie sorgt dafür, dass sich die grafische Ausgabe der Konsole dynamisch mit der Bildwiederholfrequenz des Bildschirms synchronisiert. Das führt dazu, dass visuelle Artefakte wie zum Beispiel Screen Tearing vermindert bzw. sogar komplett ausgemerzt werden können. Allerdings funktioniert das nur bei PC-Monitoren und HDMI 2.1 TVs mit VRR-Unterstützung. Und auch die Spiele müssen an das neue Feature angepasst werden. Sony hat in diesem Zusammenhang einige Titel genannt, die in der nächsten Zeit einen VRR-Patch erhalten sollen. In der Liste befinden sich unter anderem Destiny 2, Marvel's Spider-Man und das kürzlich erschienene Tiny Tina's Wonderlands. Solltet ihr nach dem Update bei einem Spiel, welches keinen VRR-Support bietet, ungewollte Bildeffekte bemerken, könnt ihr die entsprechende Option auch händisch im Menü deaktivieren. Machen wir nach so einem theoretischen Thema mal mit etwas weiter, was man auch zocken kann. Zumindest, wenn man sich vorher angemeldet hat oder am 27.04. für 4 Stunden auf Twitch war, ein Battle.net-Pass besitzt, den richtigen PC. Ja gut, vielleicht ist doch gar nicht so unkompliziert. Jedenfalls geht's um die Beta von Overwatch 2. Dank der können Fans seit dem 26.04. in den zweiten Teil von Blizzard's Hero Shooter eintauchen. Vom neuen Story-Modus ist dabei allerdings noch nichts zu sehen. Das ist zwar schade, aber kaum verwunderlich. Schließlich steht die Beta ganz im Zeichen dreier Buchstaben, PvP. Im Gegensatz zum Vorgänger wurden die zwei gegeneinander antretenden Teams von 6 auf 5 MitstreiterInnen verkleinert. Dabei habt ihr auch Zugriff auf einen bereits bekannten Charakter, der im Sequel zum ersten Mal spielbar ist, Sojourn. Die kybernetischen Modifikationen der kanadischen Kämpferin könnt ihr jetzt austesten. Außerdem wurden die 4 bekannten Heldinnen und Helden Orisa, Doomfist, Bastion und Sombra überarbeitet und ein neuer Spielmodus namens Push implementiert. Bei dem müssen 2 Teams auf einer symmetrisch aufgebauten Map versuchen, einen Roboter in die gegnerische Basis zu befördern. 2 der 4 neuen in der Beta enthaltenen Maps sind deshalb auch direkt auf den neuen Modus ausgelegt. Außerdem spannend ist das neue Ping-System, mit dem man nun auch auf visueller Ebene ohne zwingenden Sprachchat mit seinen Teammitgliedern kommunizieren kann. Und schon kommen wir zur rasantesten Rubrik der gesamten Sendung. Wie immer habe ich für euch ein paar interessante News im Schnelldurchlauf. Freunde, los geht's mit dem Ticker! Ölt schon mal die Kettensägen! Entgegen einiger Meldungen, die vorige Woche kursierten, wird Evil Dead The Game in Deutschland doch in ungeschnittener Form eine USK-Freigabe erhalten. Ab dem 13. Mai dürfen alle über 18 loszocken. Auftragen und polieren. Sifo Studio Slowclap hat diese Woche eine Roadmap veröffentlicht, auf der für jede Jahreszeit bis Ende 2022 neue Inhalte angekündigt wurden. Den Anfang macht das erste Update am 3. Mai, das neben neuen Outfits auch verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten wird. Noch eine Roadmap. Auch Halo Infinite bekommt im Laufe des Jahres weitere Inhalte. Der Fokus liegt dabei auf der am 3. Mai startenden zweiten Season Lone Wolves, die 2 neue Maps und 3 neue Spielmodi bietet. Die Fans sind allerdings nicht zufrieden, weil unter anderem der lang ersehnte Koop-Modus zum Start immer noch nicht enthalten sein wird. Studio 343 Industries begründet die Verzögerung damit, dass sie Crunch vermeiden wollen. Der Klempner verspätet sich. Der Release des Super Mario Animationsfilms wurde von Ende diesen Jahres in den Frühling 2023 verschoben. Im April soll der Film in Japan, Nordamerika und auch in Europa erscheinen. Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Spannende Truman-Show-Vibes versprühen der kurze Trailer und das Konzept von American Acadia. Im neuen Puzzle-Plattformer-Projekt des Call of the Sea-Studios Out of the Blue spielt euer Leben in einer TV-Show, in der nicht alles so glänzend läuft, wie es fürs Publikum an den Bildschirmen erscheint. Mehr Infos sollen im Rahmen des Summer Game Fest folgen. Das Klecksfest geht in die 3. Runde. Nintendos Tintenballerei Splatoon 3 hat jetzt mit einem neuen Trailer auch einen Release-Termin bekommen. Am 9.9. ist soweit. Im Trailer gibt es rund 4 Minuten Gameplay aus dem bekannten Revierkampfmodus zu sehen. Und Farbschlacht-Profis werden hier auch neue Waffen und Bewegungsmöglichkeiten erkennen. Auf dem absteigenden Ast. Der am 25. April veröffentlichte Finanzbericht von Activision Blizzard zeigt unter anderem Kennzahlen, die auf den Rückgang der Fans von Call of Duty schließen lassen. Die aufgelisteten Monthly Active Users der Activision-Sparte lassen einen Trend erkennen, den man grob dem Shooter-Franchise zuordnen kann. Innerhalb eines Jahres sanken die Zahlen von 150 auf 100 Millionen und damit um ein Drittel. Kein Scherz!
Diablo Immortal. Ja, das Spiel mit dem Is this an out of season April Fool's joke? Meme hat jetzt einen Release-Termin. Ab dem 2. Juni könnt ihr euch Sanctuario auf eurem Mobile-Gerät anschauen. Aber nicht nur da. Diablo Immortal wird es auch für den PC geben, inklusive Crossplay und Cross-Save ab Release. Nach diesen wichtigen News möchte ich euch noch eine präsentieren, über die nicht nur ich diese Woche lachen musste. Denn die Info, die jetzt folgt, ist 22 Jahre alt, ziemlich simpel und doch wussten eine Menge Leute nichts davon. Man kann in der roten und blauen Pokémon-Edition Attacken sortieren, indem man den Select-Button drückt. Das wussten nur viele eingefleischte Fans nicht und das, obwohl es sogar in der Anleitung stand. Aber wer liest denn bitte noch die Anleitung, wenn die Reise durch Kanto wartet? Auf Reddit hat dieses Feature auf jeden Fall für erstaunte und unheimlich herzliche Reaktionen gesorgt. Mit diesem Fakt könnt ihr auf der nächsten Pokémon-Party garantiert glänzen. Das war's aber schon mit den News für diese Woche. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine super Woche. Genießt die Sonne oder das Licht eures Monitors. Bis dahin, euer Krogi. Dass Deutschland in puncto Spieleentwicklung im internationalen Vergleich noch etwas hinterherhinkt, ist ja kein Geheimnis. Dabei rückt aber oftmals in den Hintergrund, dass es hierzulande trotzdem viele talentierte Leute und ambitionierte Projekte gibt, die daran etwas ändern möchten. An der HTW in Berlin zum Beispiel. Dort wird nicht nur gelehrt, wie man Spiele entwickelt, sondern die Studierenden werden auch dabei unterstützt, eigene Projekte zu realisieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Dorfromantik. Ein Überraschungshit von 4 Studenten, der schon in der Early Access Phase haufenweise Preise kassiert hat. Ja, und vor kurzem ist das Spiel nun in einer finalen Form erschienen. Und zu diesem Anlass haben wir die 4 Entwickler in Berlin besucht, um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Das ist Dorfromantik. Einfaches Gameplay, ruhiges Setting und entspannte Musik im Hintergrund. Der Debüttitel von Indie-Studio Tucana Interactive ist seit dem Early Access Release im März 2021 ein Riesenhit. Mit einem Peak von gleich über 7000 Spielerinnen und Spielern. Entwickelt wurde das Indie-Aufbauspiel von Timo, Sandro, Luca und Zwi. Die 4 studieren an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin Game Design im Master und haben gleichzeitig eines der überraschendsten deutschen Videospiele der letzten Jahre entwickelt. Auf nationaler und auch internationaler Ebene wurde Dorfromantik mehrfach ausgezeichnet. Und nach der Early Access Phase steht es jetzt kurz vor dem Full Release. Das haben wir uns zum Anlass genommen, um nach Berlin zu fahren, das junge Entwicklerteam zu besuchen und sie nach ihrer Erfolgsgeschichte zu fragen. Wir vier kennen uns schon seit 2014. Da haben wir angefangen, Game Design im Bachelor zusammen zu studieren. Haben da auch schon ein paar kleinere Projekte im Studium zusammen gemacht und haben da schon gemerkt, dass es ganz gut funktioniert. Ich habe dann im Laufe vom Bachelorstudium zusammen mit Sandro schon mal so ein Spiel gemacht. Und da haben wir super viel gelernt, wie das alles so funktioniert. Zwi und Luca kamen dann danach dazu. Also die kannten wir natürlich aus dem Studium, aber wir hatten so in der Konstellation noch kein Spiel zusammen gemacht. Und dann haben Timo, Luca und ich eigentlich immer mal so Game Jams mitgemacht. Das ist im Endeffekt wie eine Jam-Session für Musiker, aber eben dann macht man in ein paar Tagen ein kleines Spiel zusammen. Und da haben wir eigentlich gemerkt, das passt als Team sehr gut. Wir haben inzwischen, also nach dem Bachelor auch alle unterschiedlich, ein Jahr in der Industrie, also für Games-Entwicklung oder auch in der VFX-Branche oder so gearbeitet, um einfach uns ein bisschen Geld zusammenzusparen, um dann auch schon das Unternehmen gründen zu können. Und dann wurde der Master neu eigentlich aufgezogen. Und das war natürlich einfach ideal für uns, dass wir das dann versucht haben, so ein bisschen zu timen. Gerade auch, weil die einen Schwerpunkt auf Entrepreneurship haben und dementsprechend uns auch für die Ausgründung oder auch für die Unternehmensgründung sehr helfen konnten. Ja. Und das ist dadurch sehr, sehr hilfreich und sehr wertvoll für uns. Insofern hatten wir nicht das Problem, dass wir uns zweiteilen mussten. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, kurz HTW, bietet das Game Design Studium seit 2009 an. Der Master kam allerdings erst 2020 dazu. Der Hochschule ist es dabei besonders wichtig, die Studenten auf alle möglichen Situationen und Probleme in der Zukunft vorzubereiten. Ein Tool, was dabei direkt am Anfang zum Einsatz kommt, ist beispielsweise der sogenannte Klo-Workshop. Ja, also das ist die berühmte Zwei-Semester-Klo-Übung. Das heißt, wir versuchen uns aus einer Designperspektive vorzustellen, wir müssen Klo-Design. Und dafür uns in verschiedene Perspektiven reinzuversetzen, also in den Anwender, der das Klo benutzt, in den Hersteller, der das baut. Und die Übung versucht eigentlich, all diese Blickwinkel mit einzubeziehen, da man für alle diese theoretischen Personen das Produkt designen möchte. Mit Workshops wie diesen sollen die Studierenden bestmöglich auf den Job als Game Designer vorbereitet werden. Dazu gehört aber auch der wirtschaftliche Aspekt.
auf dem vor allem im neuen Masterstudiengang ein besonderer Fokus liegt. Und dann haben wir, als hier in der HTW der Game Design Master entstanden ist, beschlossen, wir probieren es jetzt nochmal, zu viert eben diesmal. Und diesmal von Anfang an eben mit dem Ziel, ein kommerzielles Projekt zu machen, mit einer ganz klaren Deadline. Ja, das war eigentlich so der Startpunkt, so, weil wir gesehen haben, okay, hier gibt es jetzt diese coole Möglichkeit, irgendwie zusammen was zu gründen, erstmal auch einen Büroraum zu haben, den nicht mieten zu müssen und so. Und genau, dann haben wir gesagt, kommen wir nochmal zusammen und probieren das einfach mal. Und dann genau, haben wir Dukana Interactive gegründet und Dorfromantik entwickelt, genau. Dorfromantik ist ein friedliches Aufbaustrategiespiel, bei dem verschiedene sechseckige Plättchen möglichst passend aneinander gelegt werden müssen. So können auf eurer Karte beispielsweise ganze Wälder, Dörfer, Seen oder Bahnstrecken entstehen. Die Anzahl der Plättchen ist im klassischen Modus begrenzt. Durch das Abschließen von Quests, die durch kleine Icons dargestellt werden, bekommt ihr immer wieder neue dazu. Habt ihr alle Plättchen verbaut, ist ein Spiel vorbei. Klingt simpel, ist es auch. Aber auch mindestens genauso entspannend. Wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut doch mal in Folge 202 rein. Da haben wir dem Spiel wegen seiner simplen, aber süchtig machenden Spielmechanik den Unterhund des Monats verliehen. Dorfromantik ist eben so ein sehr harmonisches, schönes Spiel. Und ich glaube, ganz viele Leute, die ein Spiel spielen wollen, die wollen das, um irgendwie runterzukommen, um abzuschalten, um wegzukommen von dem Stress. Auch eben so eine ganz geringe Einstiegshürde. Es ist sehr leicht zu verstehen. Man kann direkt loslegen. Man hat viele Erfolgserlebnisse, gerade am Anfang vom Spiel. Die Idee zu Dorfromantik hatten die vier Indie-Studio-Gründer aber nicht direkt, sondern erst über Umwege. Vorher hieß es dann erstmal Brainstorm. Also wir hatten eine Ideation-Phase und da machen wir sogenanntes Fast Prototyping. Also wir versuchen eigentlich innerhalb von zum Beispiel 2 Wochen, alle innerhalb von 2-3 Tagen einen Prototyp zu machen und eigentlich sehr früh zu sehen, ob eine Kernmechanik funktioniert. Ja, also die gingen wirklich in komplett unterschiedliche Richtungen. Wir hatten einen, der in einer Wüste gespielt hat, eher so ein Rennspiel quasi, so ein Slider. Wir hatten ein Unterwasserspiel, wo man so einen Fisch gespielt hat und so ganz schnell durch so Wasserblasen gehüpft ist. Dorfromantik im Konkreten war dann, glaube ich, der letzte, irgendwie der 9. oder 10. Prototyp, den wir probiert haben. Und der ist lustigerweise in einem Game Jam entstanden, der hieß Ludum Dare. Und in einem Game Jam kriegt man ja häufig so ein Thema vorgegeben. Das war damals Keep It Alive. Und wir haben versucht, so ein bisschen abstrakter darüber nachzudenken, dass man halt so eine Landschaft am Leben hält oder weiter aufbaut, indem man ja, die Kärtchen schlau und clever platziert. Das war so ein bisschen der Ursprung. Und das war tatsächlich der Prototyp für Dorfromantik. Den haben wir auch immer noch online, den kann man auf itch.io runterladen. Da gibt es das als Dorfromantik-Prototyp. Und da kam sehr früh sehr positives Feedback von vielen Leuten, die es gespielt haben. Und dadurch haben wir eigentlich gesehen, dass da ein Potenzial drin steckt und dass wir wahrscheinlich daran weiterarbeiten sollten. Jetzt hatten die vier zwar ein Studio gegründet und auch einen Prototypen, den sie ausarbeiten wollten, aber eine Zusammenarbeit, wie wir sie hier gerade sehen, ist erst seit kurzem möglich. Natürlich kam Corona. Das war nicht unser Plan, was uns dazu gebracht hat, dass wir dann wirklich großenteils von zu Hause arbeiten mussten über lange Zeiten des Projekts. Und da mussten wir dann Lösungen finden und alles, was damit so einhergeht, dass jeder sich zu Hause einen guten Arbeitsplatz einrichtet und so weiter. Wir haben halt einfach generell versucht, so diesen Studioalltag, den wir auch so hätten, so ein bisschen zu simulieren, indem wir halt einfach die ganze Zeit zusammen im Call sind, immer ansprechbar sind. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, weil wir dadurch auch ein bisschen disziplinierter waren, glaube ich, einfach die ganze Zeit am Ball zu bleiben und uns nicht haben ablenken lassen, so einfach. Eine Early-Access-Phase war für Dorfromantik eigentlich nicht geplant. Nachdem durch kleinere Tests aber immer wieder sehr positive Kritiken reinkamen und die vier sich sicher waren, dass sowieso nach Release noch Updates folgen sollten, entschieden sie sich doch für eine offene Testphase. Was nach dem Early Access Release folgte, ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Dorfromantik ging auf Steam schon in den ersten Tagen mit mehreren tausend Spielerinnen und Spielern an den Start und bekannte Gesichter wie Gronkh oder Hand of Blood sorgten für zusätzliche Öffentlichkeit auf Twitch und YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Dorfromantik. Ja, ihr hört richtig. Dorfromantik. Also es kamen dann viele solche Momente, also immer wieder so, oh, habt ihr schon gesehen, das und das, der und der hat uns jetzt gespielt oder die Zeitschrift, habt ihr den Artikel schon gelesen? Sehr persönliche, emotionale, berührende Artikel und das, ja, das waren so die ganz tollen Momente, finde ich.
Daraufhin folgten mehrere Preisnominierungen, von denen sie auch mehr als nur einen mit nach Hause nehmen konnten. Unter anderem der Deutsche Entwicklerpreis für das beste deutsche Spiel sowie der Deutsche Computerspielpreis in gleich zwei Kategorien. Der diesjährige Deutsche Computerspielpreis in der Kategorie Bestes Game Design geht an Dorfromantik von Tucana Interactive. Ich war mega aufgeregt, muss ich zugeben. So. Also beim ersten, also bei diesem besten Debüt war ich noch so, ja okay, das könnte man irgendwie gewinnen in der Kategorie. Da hatte ich mir auch noch ein bisschen was vorbereitet, was ich so sage. Und dann bei Bestes Game Design war ich halt wirklich so, krass, dass wir das dann gewonnen haben, das hat mich halt echt geflasht. Da war ich dann auch so ein bisschen sprachlos. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war halt auch Corona-Hochphase und Lockdown und so. Und wir konnten ja auch nicht dahin gehen und waren eigentlich alle zu Hause, auch einzeln in unserem Zuhause im Raum. Und als wir Bestes Debüt gewonnen hatten damals, habe ich schon gedacht so, wow. Aber als wir dann noch so Bestes Game Design gewonnen haben, was ja so ein bisschen, ich sag mal, die Prestige-Kategorie für uns so in dem Bereich war, aber da habe ich dann schon laut im Studentenheim geschrien, irgendwie da nachts um eins und den Nachbarn wahrscheinlich geweckt. Da habe ich mich echt mega gefreut, ja. Das werde ich wahrscheinlich sehr oder nie vergessen, ja. Aber mit all dem positiven Feedback kam auch der steigende Druck, Community und Kritiker nicht zu enttäuschen. Denn in der Early-Access-Phase waren die Studenten plötzlich mit vielen zusätzlichen Aufgaben konfrontiert. Da prasselten ganz, ganz viele Anfragen auf uns ein und wir wollten alles irgendwie machen. Und es ist aber wirklich so, dass man ja auch trotzdem am Spiel noch weiterarbeiten muss. Und somit mussten wir uns sehr viel zweiteilen, so in der Phase kurz nach dem Early Access Release. Passiert halt ganz leicht bei der Spieleentwicklung, bis dann eine Deadline ansteht und dann wirft man doch wieder alles über den Haufen und arbeitet doch wieder am Wochenende und so. Zum Ende hatten wir dann so einen ganzen guten Flow drin, dass wir eigentlich alle unsere Roadmap abarbeiten konnten und jetzt eigentlich auch zum Full Release alles drin haben, was wir anfangs geplant hatten. Ja. Am 28. April war es dann soweit. Timo, Sandro, Luca und Zvi konnten endlich den Launch-Knopf drücken und Dorfromantik als ihr erstes Spiel unter Tucana Interactive im Full Release veröffentlichen. Neben dem schon vorhandenen klassischen und kreativen Modi sowie weiteren Tracks für das entspannte Hintergrundgedudel sind vor allem noch vier andere Spielmodi dazugekommen. Ein schneller Modus, der weniger Kärtchen enthält, eine schwierigere Variante, bei der es komplexere Kärtchen und weniger Aufgaben gibt und ein individueller Modus, um das Spiel komplett nach eigenen Regeln zu gestalten. Für ein wenig mehr Abwechslung sorgt dann noch ein Spieltyp, bei dem sich monatlich die Regeln ändern. Bei einem ersten Test wirken die neuen Modi wie passende Ergänzung. Die kürzeren Runden dauern höchstens 10 bis 15 Minuten, was immer mal wieder dazu einlädt, sich eine kurze Pause zu gönnen. Und für eine Highscore-Jagd ist der erschwerte Modus definitiv eine größere Herausforderung. Große Veränderungen am Spielkonzept darf man hier aber nicht erwarten. Ob der Full Release die Erfolgswelle der Early Access Phase weiterreitet, bleibt abzuwarten. Zwar sind jetzt weitere Modi hinzugefügt worden, die Abwechslung bieten, wer bislang noch kein Fan ist, wird dadurch aber wahrscheinlich auch nicht überzeugt werden. Während es für manche vielleicht etwas zu friedlich sein könnte, könnte es für andere aber ein entspanntes Abendritual sein. Nach dem Full Release ist für die Entwickler aber noch lange nicht Schicht im Schacht. Ja, wir haben Pläne. Ich kann leider noch nicht ganz verraten, was wir machen, aber ich kann sagen, dass voraussichtlich diesen Sommer ein paar Updates für Dorfromantik noch kommen werden. Wir wollen auf jeden Fall weiter Spiele machen. Wir wollen auch in dieser Konstellation bleiben. Ob wir ein bisschen wachsen, ob dann noch ein paar Leute dazukommen, können wir noch gar nicht so konkret sagen. Das können wir uns vorstellen. Mich hat Dorfromantik schon mit seiner entspannten Atmosphäre und dem simplen, aber eingängigen Spielprinzip überzeugt. Ich bleibe also gespannt, was die Zukunft für das junge Indie-Studio noch bereithält. Ist ja alles super mit Dorfromantik und so, aber jetzt mal im Ernst. Wozu braucht man eine Uni, wenn man Game 2 hat? Ja, lernen tut man ja auch was und das ganz ohne Studiengebühren. Ja, und das Beste ist, es gibt nur einmal Vorlesung pro Woche. Und wir geben den Leuten eine Perspektive, wie es danach weitergehen kann. Tun wir? Ja, klar, hier drüben. Oh ja, sehr gut. Wiederschauen. Reingehauen.